Guten Tag, ich bin Professor Stehling. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich nun intensiv mit dem Thema Prostatakrebs. Das scheint keine sehr lange Zeit zu sein, aber im Gegensatz zu den meisten Ärzten habe ich versucht, das Thema Prostatakrebs zu verstehen, anstatt blind den jeweils gültigen Behandlungsleitlinien zu folgen. Dabei ist viel Kontroverses zutage gekommen. Was auch ich am Anfang nicht hinterfragt habe, ist der eigentliche Nutzen der Prostatakrebsbehandlung. Wie die meisten Ärzte und Patienten bin ich davon ausgegangen, dass Krebs behandelt werden muss, damit der Patient überlebt oder zumindest länger lebt als ohne Behandlung. Das klingt doch logisch. Aber bei genauerer Betrachtung findet man ohne große Mühe heraus, dass die meisten etablierten Prostatakrebsbehandlungen weitgehend wirkungslos sind. Wirkungslos? Das ist doch Quatsch. Krebs ist gefährlich und ohne Behandlung stirbt der Patient. Also muss der Krebs entfernt werden, um dem Patienten zu helfen. Ja, das sollte man denken, aber die Wahrheit sieht anders aus. Im Mittel sind 14 von 15 Prostatakrebsbehandlungen wirkungslos. Nur einer von 15 Männern, bei denen die Prostata chirurgisch entfernt wird, lebt durch die OP länger, als wenn man ihn überhaupt nicht behandelt. Das sagt die Number Needed to Treat, die seit 2022 auch in der S3-Leitlinie Prostatakrebs der Deutschen Gesellschaft für Urologie zu finden ist. Aber warum dann behandeln? Das hat viele Gründe. Einerseits ist es halt, was Patienten erwarten und was Ärzte tun. Ja, so oberflächlich. Und einer von 15 Männern profitiert ja auch davon. Man weiß halt nicht, wer. So haben alle eine Chance. Und die Nebenwirkungen werden sozusagen sozialisiert, von allen getragen. Und natürlich dient die Behandlung auch dem Erhalt des Gesundheitssystems. Ärzte und Kliniken müssen ja finanziert werden und urologische Kliniken verdienen ihr Geld nun einmal primär mit dem Operieren. Und Patienten fragen ja auch nicht nach: Herr Doktor, nützt mir die OP denn überhaupt etwas? Dieser Gedanke kommt den meisten Patienten gar nicht in den Sinn. Das Gefühl der Dringlichkeit überlagert alle anderen Gedanken. Der Krebs muss raus, so schnell wie möglich. Dieser Gedanke wird von Patienten und Ärzten gleichermaßen unterstützt. Bevor er streut, der Krebs, noch ist er vielleicht innerhalb der Kapsel und noch nicht durchgebrochen. Ja, Ärzte und Patienten denken in diesen Bildern, sozusagen auf Kindergartenniveau. Ich habe tausende dieser Geschichten gehört von Patienten, die über ihren Prostatakrebs mit Hausärzten und Urologen gesprochen haben. Aber was ist daran falsch? Alles. Krebs spielt sich auf zellulärer Ebene ab. Was Radiologe und Chirurg sehen, ist nur die makroskopische, also mit unseren Sinnen direkt wahrnehmbare Ebene des Prostatakrebs. Zu streuen beginnt der Krebs, wenn er die Größe eines kleinen Salzkornes erreicht hat. Dann wachsen Gefäße in den Krebszellhaufen ein, um ihn mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Und sobald dies geschehen ist, kriechen Krebszellen in die Gefäße und lassen sich mit dem Blutstrom davonschwemmen. Anderswo im Körper docken sie an die Gefäßwand an und kriechen in das umgebende Bindegewebe, wo sie Mikrometastasen bilden. Kleine Tumorzellhaufen, die viel zu klein sind, um sie mit bildgebenden diagnostischen Methoden zu entdecken. Und diese Mikrometastasen können Jahrzehnte lang unbemerkt überleben, bis sie anfangen zu wachsen und zu makroskopischen Metastasen werden. Die Metastasen, an denen die meisten Männer mit Prostatakrebs versterben. Rausschneiden eines makroskopischen Tumors in der Prostata verhindert also bestenfalls das Streuen von Tumorzellen in der Zukunft. Aber nicht das schon über Jahre stattgefundene Streuen von Tumorzellen vor der Entfernung des Tumors. Und die meisten Prostatakarzinome, die über den PSA-Spiegel oder, wie es heute Standard sein sollte, durch eine MRT-Untersuchung der Prostata entdeckt werden, waren schon seit 5 bis 10 Jahren unentdeckt im Körper des Patienten und haben seit vielen Jahren Krebszellen gestreut. Und wie ist das mit der Prostatakapsel, die das Durchbrechen des Tumors so lange wie möglich verhindern soll, quasi wie ein Staudamm die zerstörerischen Wassermassen zurückhält?
Die Wahrheit ist, die Prostatakapsel gibt es in diesem Sinne gar nicht. Sie besteht aus Bindegewebsfasern, die von Nerven und Gefäßen durchdrungen wird und keine Barriere für die mobilen Krebszellen darstellt. Schon lange bevor auf makroskopischer Ebene, zum Beispiel mit einem MRT, erkannt wird, dass der Tumor über die Prostata hinausgewachsen ist, sind Krebszellen durch die Prostatakapsel hindurch in die umgebenden Bindegewebe ausgewandert. Denn Krebszellen sind enorm mobil. Am Radboud University Medical Center in Holland wurde dies untersucht. Ergebnis: Krebszellen bewegen sich in gleicher Weise wie Raubtiere. Sind die Krebszellen erst einmal aus der Prostata ausgewandert, nisten sie sich im Bindegewebe ein, das die Prostata umgibt. Und diese um die Prostata herumliegenden Krebszellen sind dann die Ursache für ein Rezidiv, ein erneutes Tumorwachstum, lange nachdem die Prostata chirurgisch entfernt worden ist. Trotzdem bleibt die Sache mit dem Lokalrezidiv für die meisten Patienten, aber auch Ärzte, ein Punkt großer Verwunderung. Wie soll denn der Tumor wieder wachsen, wenn er zusammen mit der Prostata entfernt wurde? Das geht doch gar nicht. Er ist doch weg. Diese falschen und ehrlicherweise grotesk vereinfachten Konzepte von Krebs als lokales Geschwür, das es zu entfernen gilt, sind weiterhin die Grundlage für Standardtherapien wie Chirurgie und Strahlentherapie, die wenig bringen, aber immensen Schaden anrichten. Traurig aber wahr. Was ist denn nun die Konsequenz aus all dem Gesagten? Aufgeben und in Würde sterben? Mitnichten. Erfolgreiche Behandlungen setzen voraus, dass das Problem Prostatakrebs richtig erkannt wird. Männer mit Prostatakrebs sterben in überwiegender Mehrzahl an Metastasen, nicht am Primärtumor. Ziel einer erfolgreichen Behandlung, die tatsächlich Leben rettet, muss es also sein, die Bildung von makroskopischen Metastasen zu verhindern. Da zum Zeitpunkt der Diagnose von Prostatakrebs die Bildung von Mikrometastasen schon stattgefunden hat, gilt es, diese zu zerstören. Aber wie? Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass das körpereigene Immunsystem Krebszellen im Körper identifizieren und zerstören kann, so wie es auch Bakterien und Viren zerstört. Das Problem ist, alleine ist das Immunsystem dazu zu schwach. Es braucht Unterstützung. Diese ist heutzutage in Form von Immunotherapie verfügbar. Aber halt, ist Prostatakrebs nicht ein immunologisch kalter Tumor? Eine Art von Krebs, die sich hervorragend vor dem Immunsystem verstecken kann und deshalb für das Immunsystem unsichtbar bleibt? Korrekt. Aber es gibt Möglichkeiten, dem Prostatakrebs die Tarnkappe zu entreißen. Zwei Ansätze haben sich dazu als wirksam erwiesen. Abskopale Therapieverfahren, wie zum Beispiel die irreversible Elektroporation, photodynamische Therapie und auch die Strahlentherapie. Alle diese Verfahren setzen Tumorantigene frei, indem sie Tumorzellen im Körper zerstören. Tumorantigene sind Proteinstrukturen im und auf der Tumorzelle, anhand derer das Immunsystem Tumorzellen erkennen kann. Abskopale Therapieverfahren funktionieren also im Prinzip wie eine Impfung, bei der ja auch Antigene gespritzt werden, um das Immunsystem gegen Viren oder Bakterien in Stellung zu bringen. Bei chirurgischen Verfahren werden die Tumorantigene zusammen mit dem Tumor aus dem Körper entfernt. Der entsprechende Hinweis für das Immunsystem geht damit bei Operationen verloren. Eine Stimulation des Immunsystems findet nicht statt. Auch bei Behandlungsverfahren, die Hitze zur Zerstörung des Tumors nutzen, wie zum Beispiel HIFU, High Energy Focused Ultrasound, oder bei Radiofrequenzablation und bei Laserverfahren, werden die Tumorantigene durch die Hitze denaturiert und zerstört. Die Zerstörung des Primärtumors mit abskopalen Verfahren triggert also eine Immunreaktion gegen den Tumor, und zwar im gesamten Körper. Das kann man sehen, wenn man zum Beispiel mit IRE, irreversibler Elektroporation, einen Tumor in der Prostata behandelt, der bereits Lymphknotenmetastasen gebildet hat. Nachdem der Tumor in der Prostata durch IRE zerstört worden ist, verändern sich auch die Lymphknotenmetastasen, obwohl sie gar nicht direkt mit IRE behandelt wurden. Sie werden kleiner
und zeigen im MRT und PET eine geringere Aktivität. Diese Fernwirkung ist der abskopale Effekt der IRE-Behandlung. Leider ist der abskopale Effekt alleine nicht stark genug, die im Körper verstreute Tumormasse komplett zu zerstören. Denn Tumorzellen können sich gegen eine Immunattacke aktiv zur Wehr setzen. Sie senden Signale an die angreifenden Immunzellen, dass sie die Attacke abbrechen sollen, weil sie gar keine Krebszellen seien, sondern ungefährliche, gutartige Zellen. Diese Kommunikation läuft über sogenannte Checkpoints, Rezeptoren und entsprechende Liganden, quasi Schloss und Schlüssel. Moderne Immunotherapeutika greifen in diese Kommunikation zwischen Tumor und Immunsystem ein. Sie können die Signale, die die Immunzellen zum Abbruch ihrer Attacke veranlassen sollen, blockieren durch sogenannte Checkpoint-Inhibitoren. Das führt zu einer erheblichen Verstärkung der Immunreaktion gegen die Tumorzellen. Aber ich hatte ja erwähnt, dass es noch einen zweiten Ansatz gibt, Prostatakrebs von einem immunologisch kalten zu einem immunologisch heißen Tumor zu machen, der auf Immunotherapie anspricht. Dazu ist es möglich, die Auseinandersetzung von Tumor und Immunsystem im Tumor selbst zu beeinflussen. Kleine Mengen bestimmter Chemotherapeutika wie Docetaxel, ein Medikament, das aus den Inhaltsstoffen der Eibe hergestellt wird, können bestimmte Immunzellen blockieren, die selbst wiederum einen hemmenden Einfluss auf die Immunzellen haben, die den Tumor attackieren sollen. Checks and Balances, was Staaten davon abhält, zu Diktaturen zu werden, hält auch das Immunsystem davon ab, zu einer Gefahr für den Organismus zu werden. Aber innerhalb des Tumors, im sogenannten Tumor Microenvironment, dem mikroskopischen Umfeld des Tumors, macht sich der Tumor die hemmenden Effekte zunutze, um sich vor dem Immunsystem zu schützen. Diesen Mechanismus bricht Docetaxel auf. Damit die Medikamente, die das mikroskopische Umfeld des Tumors modulieren, in kleinen Mengen aber hoher lokaler Konzentration wirken können, werden sie direkt in den Tumor eingespritzt. Das erfolgt mit hoher Präzision entweder CT oder Ultraschall gesteuert. Systemische Nebenwirkungen sind damit weitgehend ausgeschlossen. Was bringen nun alle diese Erkenntnisse für Männer mit Prostatakrebs? Bessere Überlebenschancen. Denn in der Kombination von abskopalen Behandlungsmethoden mit Immunotherapeutika lassen sich nicht nur schon vorhandene Metastasen behandeln, sondern auch die Metastasenbildung verhindern. Das wird durch die zunehmende Anzahl wissenschaftlicher Studien immer klarer. Werden Primärtumoren nicht chirurgisch, sondern mit abskopalen Gewebeablationsverfahren behandelt und gleichzeitig eine Immunotherapie durchgeführt, kommt es im Verlauf der Krebserkrankung seltener zur Metastasenbildung. Und das liegt daran, dass durch die Immunotherapie Mikrometastasen zerstört werden, bevor diese eine Chance bekommen, zu destruktiven Makrometastasen heranzuwachsen. In der Vitus Privatklinik setzen wir diese modernen und sehr fortschrittlichen Behandlungsmethoden seit einigen Jahren erfolgreich ein. Aber die Immunotherapie hat auch Nachteile. Einerseits funktioniert die Immunotherapie nicht bei jedem Patienten. Andererseits kann eine Immunotherapie zu autoimmunen Nebenwirkungen führen, bei denen das entfesselte Immunsystem gesunde Organe angreift, wie Lunge, Nieren, Herz oder die Haut. Und Immunotherapeutika sind teuer. Schauen wir uns zuerst an, warum die Immunotherapie nicht immer funktioniert. Das hat etwas mit dem Vorhandensein von Rezeptoren auf den Immun- und Tumorzellen zu tun. Zwar können diese Rezeptoren teilweise an Gewebeproben und auch im Blut nachgewiesen werden, aber das heißt immer noch nicht, dass mit Sicherheit vorhergesagt werden kann, ob die Immunotherapie funktioniert oder nicht. Denn diese Rezeptoren können in bestimmten Tumoranteilen vorhanden sein, in anderen nicht. Und sie können sich im Laufe der Zeit ausprägen oder auch zurückbilden. Andererseits kann eine Immunotherapie quasi auch nach hinten losgehen. Neben der Attacke auf den Tumor kann das entfesselte Immunsystem auch gesunde Gewebe und Organe angreifen. Daher muss eine Immunotherapie engmaschig überwacht werden, damit die autoimmunen Nebenwirkungen frühzeitig erkannt und behandelt werden können.
Erfreulicherweise treten diese Nebenwirkungen hauptsächlich beim längerfristigen Einsatz von Immunotherapeutika auf, was in der Kombination mit abskopalen Therapien meist nicht der Fall ist. Ja, ziemlich komplex diese ganze Materie und ständig im Fluss, aber auch eine große Chance für alle Männer, die heute von Prostatakrebs betroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu sterben, nimmt ständig ab. Schon heute steht eine große Palette von effektiven, schonenden Behandlungsverfahren zur Verfügung. Abskopale Therapieverfahren wie die IRE, Immunotherapie und Radioligandentherapie erweisen sich dabei zunehmend als führend. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten 5 bis maximal 10 Jahren eine definitive Lösung für das Problem Prostatakrebs zu erwarten ist. Insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz beschleunigt zurzeit die Entwicklung in der medizinischen Forschung rasant. Männer mit Prostatakrebs haben gute Chancen, in den Genuss dieser zukünftigen Behandlungsmethoden zu kommen. Bis dahin gilt es, den Prostatakrebs in Schach zu halten, mit so wenigen Nebenwirkungen wie möglich. Dabei helfe ich Ihnen und mein Team von der Vitus Privatklinik. Lassen Sie sich beraten, es könnte Ihre Lebensqualität verbessern.